Die Grundausrüstung beim Alpinklettern ist um einiges umfangreicher wie beim Sportklettern. Wir müssen mehr absichern, wir haben eine hochalpine Umgebung, da brauchen wir mehr an Bekleidung, wir brauchen einiges an Verpflegung und so hat man insgesamt ein Paket, das einfach größer ist. Der Gurt beim Alpinklettern ist extrem wichtig. Er ist unsere Verbindung zum Seil hin und sollte, wie man da sieht, leicht gebaut sein. Wir achten natürlich aufs Gewicht. Was für ein Alpinklettergurt entscheidend ist, dass er genügend Materialschlaufen hat. Wir haben einiges an Ausrüstung zu transportieren und die müssen einfach Platz finden. Ob der Gurt jetzt ganz bequem ist, beim Alpinklettern ist es nicht so entscheidend, weil wir ja nicht so lange drinnen hängen und nicht so oft stürzen. Außer mal ganz lange Abseilpisten, dann nimmt man ein bisschen einen bequemeren Gurt. So wie der, der ist da gepolstert in der Hüfte und in den Beinschlaufen, da hat man sicher kein Problem. Beim Helm unterscheidet man verschiedene Typen. Durchgesetzt haben sie diese In-Mold-Helme. Das heißt, innen hat man sowas wie ein Styropor mit einer Außenschale, die hart ist. Wichtig beim Helm ist die gute Passform und die gute Durchlüftung. Man hat ihn ja den ganzen Tag auf und vor allem im Sommer ist es recht heiß. Wichtig ist beim Helm, dass er nicht älter ist wie die 5 Jahre. Das kann man drinnen ablesen. Nur dann kann er seine Funktion optimal entfalten. Als Kletterschuhe verwendet man Typen, die nicht zu extrem gebaut sind, das heißt, die nicht zu viel an Vorspannung haben. Man steht ja doch relativ lang drinnen und kann nicht bei jedem Standplatz rausschlüpfen, deshalb, sie müssen eine gute Passform haben, aber auch bequem sein. Der Klettverschluss ist beispielsweise ganz fein, weil dann kann man es wenigstens ein bisschen öffnen. Wichtig ist bei den alpinen Kletterpatschen, dass sie vor allem auch im Fersenbereich nicht zu stark anziehen, weil man sonst Probleme mit der Achillesferse kriegt. Im Alpinklettern mittlerweile Standard ist so eine sogenannte Tuber-Blade-Kombination. Das ist einerseits ein Sicherungsgerät, aber auch ein Abseilgerät. Es geht für Einfachseil, aber auch für Doppelseile. Da trägt man es gleich so mit den zwei Verschlusskarabinern am Gurt. Das bleibt immer so beieinander und man hat alles, was man braucht. Bandschlingen und Rebschnüre braucht man in vielfältigsten Anwendungen. Zum einen zum Sichern, wenn wir Köpfelschlingen absichern wollen, Sonduhren, aber auch in der Rettungstechnik und nicht zu vergessen auch beim Standplatzbau. Deshalb hat man verschiedene Längen, idealerweise verschiedene Farben, sowohl bei den Schnüren als auch bei den Schlingen. Die vorbereitete Standplatzschlinge ist vor allem in Alpinkletterrouten mit bestehenden Standplätzen, die als Bohrhaken ausgeführt sind, ideal. Ich habe da schon alles vorbereitet und kann sehr schnell meine Selbstsicherung und die Verbindung zum nächsten Sicherungspunkt herstellen. Was natürlich auch noch dabei ist, ist eine Bekleidung. Das heißt einerseits Isolationsschicht, andererseits eine Schicht gegen Wetter, gegen Nässe. Ein bisschen was zum Essen, zum Trinken, der Kletterführer, das Topo, ein Handy für einen Notruf und eine Stirnlampe, wenn es einmal später wird, kann in den Rucksack unbedingt reinnehmen.